Anfang erzählen sie ihm das Blaue vom Himmel und wie schön das alles sein wird, wirst sehen. Und dann stecken sie einen ins Klassenzimmer und da lernt man still sitzen und sich nicht bewegen. Weil bewegen darf man sie nur im Turnen und zwar genau wie die Lehrerin will. Wenn man selber was will, kommt es selten gut an und man lernt meist lieber schön still. Und die Madeln gehen links und die Buben gehen rechts und wer schlimm ist, den setzt man noch hin. Und man ist schön brav und man lernt, man ist jetzt ein Schüler und nicht mehr ein Kind. Und weil man so brav ist und weil man gut lernt, darf man ins Gymnasium gehen. Die Wände sind so kalt, manche Lehrer sind's auch, und man lernt, was es heißt zu bestehen. Und man kämpft sie durch Mathe, Physik und Chemie und durch Zeug, das einem nicht interessiert. Man lernt ohne Sinn und man lernt ohne Zui. Man lernt, wie man funktioniert. Und die Madeln gehen links und die Burschen gehen rechts, schwarz und weiß, schön frisiert, Hand in Hand. Und man tanzt im Takt und man weiß, man ist nicht mehr Schüler, man ist Maturant. Und jetzt hat man Matura und fühlt sich nicht reif, man probiert's halt einmal mit Studieren. Die Uni ist groß, ganz genau wie die Angst, in seinem Leben so viel Zeit zu verlieren. Und man büffelt und strebt, man hackelt und lernt, weil man ist ja das Lernen schon gewohnt. Aber noch so viel Jahr hat das Lernen ein End und man wird mit einem Titel belohnt. Und man steht wieder im Klassenzimmer und sagt, wer nicht brav ist, den setzt man noch hin. Und man ist so stolz, man hat's geschafft, man ist jetzt ein Lehrer und nicht mehr ein Kind. Da 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 da. Und man weiß nicht recht, war man immer schon so oder war man einmal ein Kind.